Hallo, Herr Fuengel. Viel Spaß beim Training. Was macht der Sport? Ich bin voll im Plan. Ich werde es dem Sandsack richtig zeigen. Wart es ab. Ja, lass ihn so richtig schwingen. Mein... Sag es besser nicht. Okay. Ich gehe dann mal... Wenn's hilft. Du musst es dem Sandsack zeigen. Im Betonsack. Meine Idee war ja mit Handschuhen, mit Gummihandschuhen irgendwie eine Faust zu simulieren und dann... Ich könnte mir die Maschine in den Anzug stecken und mit ihr zuschlagen. Das Ding hat so viel Rammkraft, dass es den Boxsack pulverisieren würde. Allerdings würden dabei alle sehen, dass es keine Faust ist, die zuschlägt. Wir müssen irgendwie eine Faust draus machen. Das hilft mir nicht. Die beiden Sack... Keine Ahnung wie. Ich hätte es auf Handschuhe gesetzt und der Handschuh dran gebastelt. Aber. Tja. Vielleicht können wir. Die Melone sieht zwar sehr ähnlich aus, aber ohne die Löcher würde er es merken. Keine Ahnung, was das bringen soll, aber... Das lässt sich nicht... Das hilft mir nicht. Das lässt... Die könnt... Die können wir denn Löcher... Das lässt... Die könnt... Das hilft... Die könnt... Die beiden... Das lässt... Die beiden... Das lässt... Die könnt... Das hilft... Die beiden... Das lässt... Die könnt... Das lässt... Bleiben viel fit im Schritt und sonst auch. Wait, gibt's hier drin vielleicht irgendwie? Hallo, Herr Fuengel. Mit dem Teil kann man nicht interagieren. Das hilft mir nicht. Sank der Selbstverstümmelung. Plus 1. Bleiben Sie fit im Schritt und sonst auch. Irgendwas. Zum Löcher machen. Einer reicht. Einer reicht. Sonst bekomme ich noch einen ab, der nach Wurst riecht. Mit dem Fahren eigentlich lang nicht mehr hier. Der wird auf der Map noch angezeigt. Larry, wir sind dir so dankbar. Keine Ursache. Larry Leffer bringt Leute zusammen. Sieht nicht so aus. Das hat seinen Zweck erfüllt. Nein. Ui. Fest verschlossen. Sprühauge wird noch früher oder später irgendeinen Sinn machen. Hier irgendwas. Damit bin ich vorerst fertig.
Darin waren das... Nein, die Blumen... Damit bin ich vor... Noch nicht. Die könnte ich noch gebrauchen. Besser nicht. Eher nicht. Das ist gut so, wie es ist. Eher nicht. Nein, vielleicht später. Das ist gut so, wie es ist. Nur mal so eine Idee. Dann weiß sie aber auch nichts mehr. Gibt's hier noch irgendwas? Wieder Pieboys. Die könnte ich noch gebrauchen. Ja. Irgendwas Spitzes. Wo man ein Loch in Löcher mit pieksen könnte. Besser nicht. Die könnte ich noch gebrauchen. Das ist gut. Offensichtlich nichts. Das ist keine gute. Ja. Sicher keine. Das hilft mir nicht. Natürlich ja damit reinbohren. Die beiden Sachen. Das lässt sie. Das hilft. Die beiden. Das lässt. Die beiden. Die können. Das hilft. Das lässt. Die beiden. Die könnte ich noch. Die beiden Sachen. Das hilft mir. Das lässt sich. Das hilft. Die könnte ich. Das lässt. Die beiden. Das hilft. Die könnte. So, vielen Dank. Vielleicht. Das hilft mir nicht. Wenn wir mit Kettensäge oder so, dass wir das hier. Glitschige Faust aus dem VIP-Raum. Meine Hände müssen zumindest noch nicht. Hm? Das ist gut so, wie es ist. Habe ich hier was gesehen, was ich vorher schon... Hier haben wir eine Faust, einen abgetrennten Arm. Können wir den... Können wir einfach nehmen. Ah,
Es ist nur eine Gummifaust. Das hilft mir nicht. Wenn Komplettlösungen schlecht ins Deutsch übersetzt sind. Wenn Komplettlösungen einfach mit Google übersetzt, übersetzt wurden. Die glitschige Hand. Google Übersetzer. Ja, die passt drauf. Autsch. Deswegen nutzt man keine Komplettlösung. Ich will Fortschritte zeigen. Let's Play, deswegen. Wenn ich jetzt hier eine Stunde überlegt hätte, wären wir nicht weitergekommen. Das wäre es dann auch. Ja, ist irgendwie eine Ausrede, aber. Ja. Ich wollte doch auch nicht 5 Parts haben, wenn ich hier nur rumlaufe und nichts finde. Einmal speichern. Privat würde ich da schon mal viel eher ein bisschen nachgucken, aber bis Let's Play. Ja. So, dann tun wir es mal. Machen wir den Boxer kaputt. Jetzt kommt Mecha Suit Larry. Es fällt bestimmt keinem auf. Wow, ich muss zugeben, das hätte ich nicht erwartet. Man sollte mich eben nie unterschätzen. Also? Haben wir ein Date? Puh, also ehrlich gesagt war ich schon sehr lange nicht mehr auf einem Date und weiß gar nicht mehr, wie so etwas geht. Hey, wie wäre es, wenn du mir bei meinem Fitnessplan hilfst und im Gegenzug zeige ich dir, wie man mich datet? Das klingt ehrlich gesagt ziemlich fantastisch. Ich habe Lust, mich mal wieder richtig gehen zu lassen. Achtung, nächste Trainingseinheit beginnt jetzt. Oh mein Gott! Ich muss laufen gehen. Mein Trainingsplan. Es tut mir leid, aber ich kann dieses Training nicht skippen. Eine Frau in meinem Alter muss immer an sich arbeiten. Findest du nicht, ich sollte lieber an dir arbeiten? Wie alt bist du überhaupt? Höchstens 26. Larry, du bist ein schlechter Komiker. Ich bin 35. Ich habe nur noch wenige gute Jahre vor mir. Wieso? Bist du krank? Bei meinem Ernährungsplan? Niemals. Das kann ich mir außerdem nicht erlauben. Alle hier im Gym erwarten, dass ich ein Vorbild bin. Und wenn ich in der Fitness-Community was hermachen will, darf kein unnötiges Gramm Fett an mir sein. Und das wird jedes Jahr schwerer. Sorry, aber ich muss los, bevor ich meinen Ruhepuls erreiche. Komm zur Vergnügungsmeile auf dem Pier. Dann sehen wir weiter. Moment. Unser Date. Okay. Hat meine Faust schon genug schmecken müssen? Bleiben viel fit im Schritt und sonst auch. Irgendwann müssen wir noch die Bowlingkugel durch die Wassermühle nachsetzen. Das will jetzt aber mal ab an den Pier. Hey! Da bist du ja. Das hat ja ewig gedauert. Guck mal, neue Bestzeit auf der Uhr. Super! Dann wollen wir mal sehen, ob du ihn hochbekommst. Wir verstehen uns. Ich meine den Hau den Lukas da drüben. Ach so.
Dann zeig dem Hau den Lukas mal, wo der Hammer hängt. Das kann nur schief gehen. Das hatte ich mir einfacher vorgestellt. So lasse ich auf keinen Fall die Glocke ertönen. Dann zeig dem Hau den Luca. Ja. Können wir vielleicht irgendwas hier... Besser nicht. Genau, den Lukas kombinieren. Das ist gut. Genau, den Lukas muss man Gym. Das ist gut. Dann tunst du. Das ist gut so. Vielleicht braucht der Mann das Rezept mit. VIP-Tickets. Das ist gut. Vielleicht eine Kugel dran hängen. Das hilft mir nicht. Das hilft mir nicht. Okay. Besser nicht. Das gibt dir. Besser nicht. Das ist gut. Was könnte man denn hier sinnvoll nutzen? Das hilft mir nicht. Alles mit einem kombinieren. Das hilft mir nicht. Das bringt zwar öfters das was, ist aber. Das ist gut, so wie es ist. Alles mit einem kombinieren macht man ja eigentlich nur in Ätna, auch nur in Ätna bricht aus. Weil es nutzt zu allem möglichen Kommentar. Besser gibt. Nicht. Zu jeder Kombination. Hier gibt es nur besser nicht, oder? So, vielleicht müssen wir den Bug irgendwie einölen mit dem. Nasi. Mit Gleitgel kenne ich mich eben aus. Hey Diana, schau mal. Wow. Wow. Okay. Ich habe dich unterschätzt. Wie du Kraft und Entspanntheit vereinst, ist wirklich beeindruckend. Vielleicht sollte ich auch mal lockerer an die Sachen herangehen. Achtung, Tagesziel in Gefahr. Verdammt! Ich habe die letzte Stunde zu wenig Kalorien verbrannt. Unser Date? Muss warten. Ich muss zurück ins Fitnessstudio und alles aufholen. Sportbesessenheit. Hallo, Herr Fuengel. Jetzt sollten wir mal wieder speichern. Wieder aufzuarbeiten, nachdem Bug gekommen ist. Ist dann blöd. Ich bin ziemlich ausgepowert. Meine Uhr ist auch leer. Kann ich verstehen, dass die Schnauze voll hat. Was? Was machst du jetzt mit der Uhr? Die hängt am Stromnetz. Es läuft auch gerade ein Software-Update. Also drück bitte nicht auf ihr rum. Sonst kommen die Einstellungen durcheinander. Wusstest du, dass der Körper in den ersten 30 Minuten nach einem Training am besten die Nährstoffe wieder aufnehmen kann? Du könntest auch was anderes aufnehmen. Jedenfalls hat meine Uhr gesagt, dass ich jetzt meinen organischen Proteinshake trinken soll. Kannst du Steven vorne am Eingang vielleicht nach meinem Shake fragen? Klar doch. Die Uhr bestimmt daneben. Verstehe schon. Hey! Diana meint, du hättest ihren Proteinshake. Du meinst ihren Supermix?
Der ist alle. Hab ich selbst gebraucht für meinen Buddy. Und der besteht auf organischen Zutaten. Und die wachsen ja nicht auf Bäumen. Wenn du meinst, was genau brauche ich für diesen Proteinshake? Darin gehört eine frische Gurke, das massige Vitamin C von Grünkohl und Protein für die Muskeln. Natürlich muss es auf Sojabasis gemischt werden, damit es einen speziellen Geschmack erhält. Aber alles muss in einer starken Zentrifuge geschleudert werden, damit alles gut verrührt ist. Okay, dann weiß das ich Das ist gemeint. In der Zentrifuge, ja, okay. Bleiben Sie fit im Schritt und sonst auch. So, dann geben wir mal Vitamin C. Die Kohle. Die Gurke. Die Öffnung ist zu. Und eine Sojabasis für den speziellen Geschmack. Haben wir noch irgendwas Protein so mit rein? Proteine für die Muskeln. Noch eine Melone dazu. Das ist keine gute Zutat. Oh nein. Okay. Und alles in den Thermobecher dann. Damit. Jetzt sind an. Und mixen. Besser nicht. Da müssen wir mal kurz rausgehen. Und wieder reinkommen. Schade. Müssen wir jetzt warten oder? Ach so, stimmt. Warte. Jetzt können wir ja zapfen. Was hast du da gebraut, Larry? Ich bin mir selber nicht ganz sicher. Ich glaube, es ist eine Art Proteinshake. Darauf stehen doch diese ganzen Hipster. Würdest du mir den Rest vielleicht überlassen? Dann nehme ich das in mein Sortiment auf. Na, warum nicht? Ja, sicher. Sacksuppe. Okay. Dann mal ab damit. Ab dafür. Hallo, Herr Fuengel. Hier ist der Proteinshake. Ich habe hier deinen Proteinshake. Sehr gut. Ich habe schon 9 Trainingseinheiten hinter mir. Ist auch alles drin? Jede Zutat. Dann mal her damit. Das ist meine einzige Mahlzeit heute. Na, dann wohl bekommst. Moment mal. Schmecke ich da etwa Gluten? Naja, es kann sein, dass da noch ein paar Spuren von Lefties Bier drin sind. Oh Gott. Weißt du, was passiert, wenn meine Uhr die ungesunden Stoffe in meinem Blutbild bemerkt? Ich habe das Gefühl, dass man sehen kann, wie ich altere. Ich muss sofort laufen. Dann wollen wir mal sehen, was sich da verstellen lässt. Was glaubst du, was du da machst? Bist du etwa eifersüchtig, dass ich nicht an dir rumfummle? Ich fange gleich ganz laut an zu klingeln, wenn du es nicht sagst. Ruhe!
Ist ja gut. Ich will nur diese verdammte Uhr zum Schweigen bringen, damit sie nicht dauernd Diana aufscheucht. Diana ist eine totale Geißel der Erwartungshaltung der Gesellschaft geworden und wird von Technologie, die ja eigentlich den Alltag erleichtern sollte, völlig unter Druck gesetzt. Dabei wirkt sie entschlossen, zielstrebig und ist obendrein wunderschön. Warum sollte sie nicht ihr Leben genießen dürfen? Deshalb werde ich jetzt dieses Ding hier manipulieren. Du könntest auch in ihr Trainingsprogramm eintragen, dass sie Sex mit dir haben soll. Pi? Ja? Jetzt verstehe ich zum ersten Mal, warum alle Leute so ein Smartphone haben. Bitte ruiniere den Moment nicht. Larry, ich habe genug. Ich habe deine Uhr nicht angefasst. Was? Egal. Jedenfalls lasse ich mir von dieser Uhr nichts mehr vorschreiben. Die kontrolliert mein gesamtes Leben. Und davon habe ich die Schnauze voll. Ich werde sie ab sofort nur noch benutzen, wofür Uhren erfunden wurden. Um mir die Uhrzeit sagen zu lassen. Sehr gut. Aber du hast da später noch einen wichtigen Termin. Vergiss Termine. Wir haben jetzt unser Date. Ich will, dass du mir zeigst, wie man das Leben wieder genießt. Hast du ein Zimmer, in dem wir ungestört sind? Da hätte ich was. Haben wir mal was Gutes bewirkt. Weißt du, Larry, ich habe mich die letzte Zeit nur von dieser Uhr antreiben lassen. Dabei habe ich vergessen, dass es auch andere Dinge gibt, die mir gut tun. Disco? Nein, Larry. Sex. So ein Zufall. Das tut mir auch gut. Zur Sache, Larry. Oh je. Die fucking Uhr. Achtung, nächste Trainingseinheit. 30 Minuten wilder, heißer Sex mit Larry Leffer. Was? Ich finde, diesmal hat die Uhr recht und du solltest auf sie hören. Nein, diese Uhr hat mir gar nichts mehr zu sagen. Ich mache jetzt nur noch das Gegenteil von dem, was sie mir sagt. Du oh, hast Scheiße. Mir echt die Augen geöffnet, Larry. Ab jetzt picke ich mir wieder die Rosinen raus und esse sie auch noch. Ich finde die Uhr eigentlich ganz okay. Ich mache jetzt erstmal Detox. Und zwar digitalen. Wenn es um Schwitzen geht, kann ich helfen. Du hast mir schon genug geholfen, Larry. Als letzte Amtshandlung meines alten Lebens gebe ich dir eine Top-Bewertung bei Timber. Kannst du sie mir nicht geben, nachdem wir unser Workout gemacht haben? Ich muss mich selbst finden, Larry. Aber danke für das Angebot. Gern geschehen, aber andere Sachen wären mir lieber gewesen. Lernt. Ich kann kaum erwarten, meine neue Timber-Punktzahl zu hören. Dein Punktestand bei Timber ist 38. Naja, immerhin wieder etwas mehr. Wir werden es nie auf Münzen. Was ist der Status unseres neuen Modells? Sind endlich alle Fehler ausgebügelt? Fast. Es müssen noch ein paar Haltbarkeitstests durchgeführt werden. Außerdem wird die neue P-Software noch kalibriert. Solange dieser Prototyp nicht wieder in irgendeiner Pisslache auftaucht, ist alles auf Spur. Ich verstehe dein Problem nicht. Du bist ganz gut. Prototyp muss wieder eine Pisslache. Du kannst jede und jeden haben. Die Leute vergöttern dich. Und dann beschließt du dich ausgerechnet in dem Laden, den wir noch nicht platt gemacht haben, maßlos zu besaufen und verlierst den Prototypen? Der muss mir irgendwas in dieses seltsame Bier gemischt haben. Du bringst alles in Gefahr, wofür wir jahrelang gearbeitet haben. Vergiss nicht unseren Deal. Natürlich nicht. Niemals. Larry, du hast neue Vorschläge bei Timber. Aha. Vorher immer speichern. Die neue Punktezahl muss mal gespeichert werden. Mit Thermobecher ist wieder leer. Nicknummer. Walter Schmidt von der Tokenus.
Okay, Jodo. Oder wie hieß der? Ja, Jodo. Einfach nach rechts. Es schweibt. Der Barbar auf 420. Alex Kraus. Sandra Schwarz. Loren Ipsum. Und der Vladislav. Heino Schmidt. Nein, das lese ich nicht vor. Da kam auch wieder mit dabei. Maurice Alain. Erstens, ich weiß mir gerne zu. Zweitens, ich hasse es, wenn solche Textfelder nur eine begrenzte Anzahl von Zeichen bietet. Weil er sich ja gerne kurz fasst. Deswegen ist das ja mit einem wenig Zeichen ein Problem. Marvin Schweiger. Wenn ihr mich zwingt, das zu machen, kündige ich. Falco Löffler. Nie zu alt zum Schreiben. Kerstin Butzlan. Ich bin zwar kein Wetterfrischer, aber heute sind die Leute ab. Okay. Phil Kegel. Lass mal Jocht. What the fuck? Die hatten wir schon. Stefan Markinek. Nee, bis mein Plan funktioniert. Und die hatten wir jetzt, glaube ich, schon alle.